Wo streust du denn eigentlich schon ganz über die ganze Zeit rum, sag mal? Ecke? Na, immer noch hier bei der Lava. Bei der Lava und bei dem Wasser. Und ich wäre dafür, dass du mich mal suchen kommst. Hallo, ist doch kein Ostern. Doch, aber ich fühle mich hier so allein. Ja, dafür kann ich nichts. Sag mal, ich baue hier wichtiges Eisen ab. Und du? Na, ich habe hier Steine. Und einmal habe ich Gold gefunden, ne? Habe ich ja gesagt. Gold. Hast du auch den Kram drumherum abgebaut, die Blöcke? Weil die können ja auch diagonal spawnen. Nö, ich glaube nicht. Das ist aber auch schon eine Weile her mit dem Gold. Naja. Wir kennen das ja schon. Kennen wir ja schon. Ich warte einfach, dass du jetzt hier auch herkommst, solange baue ich noch. Oh mein Gott, da geht's ja weiter runter. Oh Gott. Annie ist gleich tot. Nein, nein, nein. Diamanten. Ein Diamant gefunden. Was ist hier los? Ja, damit. Ja, ich habe einen Erfolg. Das ist ja geil. Denk an diagonal abbauen. Alles ja, 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 ja. Ich. Oh ja, tatsächlich. Na, das war beim Gold dann bestimmt der gleiche Fall. Ach, hier war die... Hä? Was denn? Ich bin gerade am überlegen, wo das hier weiter runter ging. Das war hier die Stelle, wo wir oben zugemauert haben. Das weiß ich noch. Ich glaube, ganz da unten rennst du rum. Da sehe ich deinen Namen. Na, dann bin ich da. Irgendwo. Jetzt muss ich noch ein bisschen mehr hier abbauen, weil... Ich weiß noch nicht, ob das der richtige Weg ist, der zu dir führt. Ja. Ach so, verdammt. Für Eisen darf ich aber auch die Eisenspitzhacke nehmen, oder? Für Eisen darfst du gerne bitte die Steinspitzhacke nehmen. Das reicht vollkommen aus. Nach, nach, nach. Ja, was denn? Ausnahmsweise. Das reicht doch. Ich weiß ja nicht, was du mal willst. Hier ist übrigens der Canyon. Der Canyon. Lava. Ja, dann bist du ja schon in der Nähe. Cool. So, okay. Aber hier habe ich jetzt, glaube ich, alles gesichert. Oder? Ja. Wenn, dann wäre das wirklich direkt beim benachbarten Feld gewesen, ne? Ja. Oh, was ist denn hier los? Ein freches Skelett. Ey, Kumpel. Nee, 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 nee. Das ist ja schon Spaß. Ja, klar. Ich war der Meinung, ich hätte da vorne irgendwas gesehen im Dunkeln. Oh, scheiße, ey. Ich bin hier voll runtergefallen und da geht's voll weiter. Da ist voll viel zu holen. Ich muss erstmal eine Fackel hier platzieren. Eins. Noch eine Fackel. Oh, Redstone. Jetzt kann man eben was nachgucken. So, weiter geht's. Ich muss hier mal kurz langlaufen. Hier ist so... Oh Gott. Also hier ist echt spannend. Krass. Ich mach erstmal das Wasser hier weg, weil das nervt nämlich hier gerade aktuell ein bisschen rum. Mach mal. Stört so ein bisschen beim Hüpfen. Das war aufregend hier, wo ich bin. Und die Lava stört eigentlich auch ein bisschen. Naja. Ja, lass die Lava ruhig mal da. Das lasse ich mal so. Noch ein... Nee, Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Komm her. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Glücksverzauberung, oder wie das Ding heißt hier. Ja, damit wir mehr rauskriegen, ne? Dafür war das doch. Oder? Ich glaube. Ich glaube, es hieß Glück. Einfach erstmal sagen Glück. Wir brauchen Glück und dann... Oder Effizienz oder nicht? Oder Glück steigerte generell die Effizienz dann, ne? So war das irgendwie. Da ist noch Kohle. Weil ja, hier ist ganz viel. Da ist Gold. Das habe ich alles nicht abgebaut. Was? Du hast schon wieder Gold gefunden? Na da, gucke da. Gold. Ah, cool. Sehr schön. So, das bauen wir hier auch noch ab. Mal gucken. Aufregend hier auf jeden Fall. Muss ich einfach mal sagen. Ne, wir sind auf jeden Fall tief genug für Diamanten. Hm. Oder du zumindest. So. Redstone ist aber okay mit der naja. Dings, ne? Einfach mal das, was hier so in der Nähe ist. Ach, schön. Komm her! Ja, wir haben übrigens, ich glaube, das hatten wir am Anfang gar nicht erwähnt, bei den Standardverteilungen der Ressourcen haben wir diesmal wirklich, also das ursprünglich alles genommen, wir haben da nichts mehr verändert. Nicht so wie beim letzten Mal, wo wir so ein bisschen da rumgespielt haben bei den Random-Verteilungen sozusagen. Da hat man ein bisschen zu wenig Gold und dafür tonnenweise Kohle. Ja, und ja, wirklich immer diese riesengroßen Spawns davon, also ja, das war das schon haben wir diesmal viel. Ist wirklich wieder alles Standardverteilung, also wir müssen diesmal ein bisschen mehr suchen. Ja, aber umso besser. Dann lohnt sich das auch mal, so eine schöne Höhlentour zu machen. So, nee, Steinspitzhacke. Die ganze Kohle mitnehmen. Ich bin schon Level 14 geworden gerade eben. Level 14. Guck, wie lange das reicht. Ich weiß gar nicht, ob da oben, glaube ich, da oben war auch noch irgendwie ein Eingang. Ich bin auf jeden Fall irgendwo runtergesprungen, wo kein Weg richtig war, sondern einfach nur eine Lücke. Ja, falls wahrscheinlich fallen dir dann irgendwann demnächst mal irgendwelche Viecher auf uns drauf. Ja, das ja, stimmt. So. Du musst ja mal nach oben gucken, weil hier immer mal wieder Sachen am Rand spawnen. Ja, das stimmt. Zum Beispiel tonnenweise Kohle, ey. Das ist doof. Ich höre Geräusche. Ach, eine Fledermaus. Na, wenigstens nur Eisen. Die.
Wenigstens nur. So, oben ist auch Eisen, glaube ich. Dann müssen wir uns mal auf jeden Fall hier mal hochbuddeln. Schön Weg hochbauen. Kannst du nicht eine Leiter bauen? Boah, lohnt sich das einfach nicht. Könnte eine Leiter bauen, aber das lohnt sich eigentlich nicht. Hier noch irgendwas? Nö. Irgendwas stirbt hier gerade. Klingt wie eine Spinne oder so. So, wir hängen hier Skelett. Klang eher wie ein Skelett, glaube ich. Ja, vielleicht. Das ist das, das ist das. Und hier muss ich jetzt ganz vorsichtig nach oben Kohle abbauen. Die fällt mir wahrscheinlich gleich. Ach nee, die kann nicht in die Lava fallen. Die ist noch weiter weg. Sehr gut. So, wahrscheinlich bin ich gleich tot. Warum? Was machst du denn? Au. Oh. Was ist ein Spaß? Ich bin gerade so beim runter, also ich habe gerade oben dem Wasserfall zugemacht, der ganz oben war. Da bin ich halt hochgeschwommen, dem Wasserfall sozusagen, und habe oben da den Stein reingefrickelt. Und ich bin tatsächlich gerade so schnell runtergefallen, wie das Wasser verschwunden ist. Oha. Also du hast überlebt ohne Schmerzen. Genau. So, und da esse ich jetzt gleich mal ein Stück Fleisch. Oh, so ein geiles Steak jetzt hier. Würde ich jetzt auch nehmen? Ne, wir haben leider kein Steak hier. Ich weiß. Wir haben gar nichts hier. Das gute Steak. Das gute Steak. So, hier die neue Steinspitzhacke. Ich habe übrigens auch eine Werkbank mit, falls wir irgendwas bauen müssen. Ja, sehr cool. Und Holz. Ich muss wahrscheinlich dann einfach später nochmal was aus Metall bauen. Aber wobei, wir haben ja keinen Ofen. Von den könnten wir ja zur Not... Ja, Ofen kann man ja bauen. Das geht ja alles, ne? Wir haben ja alles da, was wir brauchen. So, hier ist noch ein bisschen Redstone, nehme ich mit. Level 15! Übrigens vielen Dank, dass so einige von euch daran glauben, dass ich Level 30 schaffe. Ich glaube selber nämlich auch dran. Ich glaube selber nämlich auch nicht dran. Also nur weil Mario nicht dran glaubt, dafür kann ich ja nichts, ne? Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich irgendwie in letzter Zeit so... Hätte ich eigentlich gleich weiter aufbauen können. ich weiß nicht, also das war immer irgendwie so... Nie wirklich der Fall, dass du sinnvoll vorangekommen bist. Aber, ne, ich habe ja schon mal gesagt, das läuft ja jetzt hier in dieser Staffel schon deutlich besser und schneller als davor. Ich ja, erinnere wir haben mich ja, wir an haben ja gestern im Arc-Stream haben wir ja die Info bekommen, wie oft denn Anni gestorben ist. Ja. Und, weißt du es noch? Ich habe mir irgendwo einen Zettel hingelegt. Warte mal, hier, Moment. 34 Mal. 34 Mal bin ich in der letzten Staffel gestorben. Das hat Nick uns nämlich geschrieben. 8 Mal davon selbst verschuldet. 25 Mal durch Monster und 1 Mal, weil Mario mich gekillt hat. Mario dagegen ist 2 Mal gestorben. Und zwar 2 Mal, weil Monster ihn umgebracht haben. Naja. Merkst du was? Nö. Ich merke gar nichts, was? Das ist purer Zufall. Zufall. Das ist Zufall. Sag dir das. Das ist einfach unverschämtes Glück. Ach, unverschämtes Glück. Hallo, das Können. Können? Naja. Ich könnte wetten... Wenn das immer nur Glück ist, ist es Können irgendwann. Ich könnte wetten, dass du einfach immer nur dann stirbst, wenn die Aufnahme gerade nicht läuft. Das ist einfach dein Glück. Nee, ich schicke dich einfach immer vor. Ja, oder so, ne? Also man muss ja sagen, ich opfer mich also quasi. Das bedeutet gar nicht, dass ich irgendwie schlecht spiele, sondern ich opfer mich einfach. Und deswegen bin ich auch öfter mal tot. Ja, ja, irgendwo da. So. Oder meine Theorie ist ja eher, dass du übermütig bist. Also das ist keine Theorie, das ist sogar tatsächlich wirklich so. Übermütig? Man hat das ja direkt in Folge 2 dieser aktuellen Staffel gesehen. Hm? Ich brauche jetzt mal Action in der Nacht. Ich muss jetzt irgendwas kloppen gehen. Zack, tot. Manu. Oh, Manu. Manu, es wird mir immer vorgehalten. Aber weißt du... Nein, das hält dir da keiner vor. Hallo? Das gehört doch dazu. Man kann doch nicht die ganze Nacht in der Hütte verbringen. Ja, das stimmt, aber da kannst du wenigstens die wichtigen Sachen im Haus lassen. Ja, ja gut, das kann ich ja noch nicht. Den einen Diamanten, den wir bisher haben. Nee, wir haben mehr. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir haben jetzt schon 2. Oh, Wahnsinn. Ja, also, ist doppelt so viel. Das muss man ja mal so betonen. Doppelt so viele Diamanten wie vorhin. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir tatsächlich da Diamantspitzhacke bauen. Oh yeah. Und hoffentlich vernünftig verzaubern. Ja, und die nehme ich dann mit. Nee. Das kannst du gleich vergessen. Doch, weil ich habe nämlich das Diamantengespür. Du hast hier gar nichts. Du hast hier... Ich habe alles. Ich habe alles. Was ist hier los? Ach, hier ist schon Obsidian. Brauchen wir nicht. Ich wollte ja nochmal... Nee, gar nicht. Doch, oder? Das bei der Lava? Ja. Das war immer Obsidian. Ist hier irgendwas? Oh, zisch. Heute schon ein Lavabad genommen? Nein. Hm, eine heiße Quelle. Hier ein Zombie.
Also du streust immer noch da weiter unten rum, ja? Ja, 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 ja. Ich baue ja gerade in dem Canyon so ein bisschen die ganzen Vorkommen ab, die am Rand sind. Ja, ja, ich nehme mir jetzt die Kohle hier noch mit, die hier rumhängt. Bin schon Level 23. Das ist schön. Oh, was ist hier los? Habe ich mir jetzt gerade selber was abgebaut? Nee, ich bin einfach nur irgendwo reingefallen. Ich dachte schon, ich habe mir jetzt den Stein hier selber unterm Hintern weggebaut. So. Was ja auch nicht verwunderlich wäre. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, wann wollen wir denn eigentlich die erste Brücke bauen? Dann, wenn unser Höhenausflug zu Ende ist? Wir sammeln halt jetzt ein paar Rohstoffe. Ich meine, sonst wird es wieder nichts. Sonst wird das nichts. Lieber ein bisschen was anhäufen und dann geht's wieder richtig los. Ne, wir brauchen ja Steine. Wir haben ja keine Steine mehr. Na, ein Glück sammelt man ja hier nebenher noch welche. Ja, eben. Deswegen sind wir auch in die Höhle gegangen. Ja. Dass wir einfach ein paar Rohstoffe rankriegen für den Brückenbau oder generell überhaupt für den Häuserbau. Ja. Das bringt ja nichts, wenn wir hier nur aus Holz bauen. Nee, ach. Das geht ja nicht. Weißt du, dann spielt Anni wieder mit dem Herd und dann ist Ende im Gelände mit dem Haus. Was? Das ist mir ja noch nie passiert. Ach, noch nie passiert. Nee, also ich habe noch nichts abgefackelt. Verbrennst dich immer nur selber. Ja, das ist immer was anderes. Das letzte Mal war es ein heißer Topf. Also so in echt. Das war nämlich ein Gedränge am Herd. Mario wollte irgendwas in der Küche machen und unsere Küche ist nicht so groß. Und ich wollte auch irgendwas machen und wir haben beide irgendeine Herdplatte in Betrieb gehabt. Und ja, dann standen wir uns so ein bisschen im Weg und ich wollte also eigentlich standst du nur mir im Weg. Nee, andersrum wird ein Schuh draus. Auf jeden Fall wollte ich dann irgendwie an meinen Topf greifen, glaube ich, und bin an Marios Topf gekommen. Naja, der war heiß. Der war richtig heiß. Ich habe doch immer die Verletzung an der Hand. Und das war letztes Jahr, wollte ich nur mal sagen. Das war deine Geburtstagsvorbereitung. Stimmt, das war am 24. Ach, dann war es am 23. Und ich sehe das immer noch. Heute ist der 8.1. Leute, schwer verwundet. Schwer verwundet. Schwer verwundet. Schwerstens. Schwerstens. So, hier komme ich gar nicht hoch. Jetzt muss ich mir einen Weg hochbauen. Oh, hallo Zombie, kommst du denn hier? Guck mal, bist du denn gespawnt? Wo war denn hier die Lücke, wo es hochgeht? Na, hier bei mir. Warte mal. Was hier jetzt irgendwo? Nee. Na, du siehst ja meinen Namen. Ja, stimmt, da vorne. Ach krass, okay. Ach hier, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Aber einen schönen Weg hast du noch nicht gebaut, ne? Du bist auch untergehüpft, nicht ich. So. Was ist halt oben? Da oben ist ein Bogenschütze. Der gute Bogenschütze. Hier. Boah, hier gibt's da so viel Kohle. Na, ist Frage, super. Ob sich das lohnt, mal hier hochzukraxeln und alles auszuleuchten und alles abzubauen. Na, ich weiß nicht. Haben wir jetzt so einen Bedarf? Wir haben allen Bedarf hier, also wir brauchen alles. Und noch hier, oh, wo ist er? Mine. Ich habe die Mine gefunden. Echt? Ja, hier hinten. Da oben. Ach, da hinten, ach krass. Oh, cool. Ja, wollen wir da mal hoch? Ja, dann mache ich aber kurz erstmal die Lava weg hier. Die ist gerade etwas im Weg. Da kann ich ja helfen. Nee, warte mal kurz, bevor du mir von hinten irgendwie die Spitzhacke ins Kreuz zimmerst und ich dann nie, in die Lava plumpse. Würde ich nie tun. Warte mal, mit Kies macht ja mehr Sinn, ne? Du kannst sie auch einfach zumachen oben. Halt mal ganz ruhig. Oh, na, du sagst, ich kann das und jetzt machst du das schon. Oh, plopp zu. Na toll. Plopp, plopp, plopp. Dann nehme ich halt meinen Stein wieder mit. Das ist meiner. So, mal kurz mal dein Licht machen hier. Komm, geh weg, Lava. So, plopp, Licht. Oh, nee, achso. Das war nur ein Fackelschein. Ja, aber cool, dass da eine Mine ist. Das finde ich ja gut. Da können wir gleich mal reingehen. Ja. Sehr schön. Schön Licht machen hier, ne? Ja, oh, ja, ja, ja. In der Mine dann. Ja, oder hier unten. Auch hier. Ja. Ich sehe noch, ich muss meinen Shader noch wechseln, ey. Das habe ich noch nicht gemacht. Oh, hier unten ist auch Mine. Ich habe immer noch den Mr. Meeps hier. So. Ja, ist aber die Frage. Nicht, oh, da unten kommt aber wer? Wir machen aber hier erstmal zu. Ja, wir wollen jetzt nicht. Schön. Ja, wir wollen jetzt nicht 10.000 andere Wege haben. Nee, ist ja richtig. Wir nehmen erstmal einen. Stimmt, ich gehe lieber in die Mine rein. Hm. Die Frage, wo gehen wir drin? Na, hier dann gleich, hätte ich gesagt. Hier? Ja. Die Spinnenweben lassen wir hier noch bei mir? Ach so, nee. Also, na, oder da. Ja, komm, du stehst jetzt ja schon hier. Du hast ja nur drauf gewartet. Ich habe auch nur noch, ach nee, ich habe noch 13 Fackeln. Ah, hier ist der Kasse. Super, dann bauen wir das trotzdem ab hier, das Zeug. Mm, ja, ja. Ja? Joa. Nehmen wir mal mit hier. Schade, keine Gleise, ne? Weil dann haben wir auf jeden Fall den Vorteil, dass wir wissen, im Tunnel ist nichts mehr. Ja, eben. Lieber alles wegnehmen. Der Gleise finden wir ja vorne, haben wir schon gesehen.
Klöppel, klöppel, klöppel. Und dann auch gleich zumauern, das Ding. Ja. Kurz eine Fackel ran hier. Schwupp. So, kommen wir raus. Lässt du die jetzt drin? Ja, ja. Oh, warte mal, das Spinnennetz, das bringt nichts, ne? Nee, bringt nichts. Dann gehen wir jetzt aber hier hinten lang. Nee, wir gehen da vorne lang. Och Mann, nie darf ich sagen, wo wir lang gehen. Ja doch, aber hier drüben, guck mal, da geht's auch gleich rüber. Na dann. Du hast übrigens noch Eisen vergessen. Hab ich? Hab ich. Höhö, meins. Geh mal bitte weg. Ja. Ins Haus dich, hau ich dich versehentlich. Ja. Gleis. Ein Gleis habe ich mitgenommen. Ein Gleis hast du. Punk, punk. Oh, Lava. Schön. Die mache ich aber erstmal. Mach du die mal ja, zu. Ja, ich mach die zu. Einfach zu den Blöden. So, ich mach schon mal ein Licht. Mit Stein geht das nicht? Na, doch. Doch, jetzt. Blub, 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 blub. Wahrscheinlich treffen wir gleich wieder auf einen Creeper oder sowas. Ja. So. Ich bleib mal hinter dir. Ja, geh mal zurück. Was denn, kommt da was? Ja, kommt gleich was. Ja. Ey, Alter. Oh, Bogenschütze. Geh weg, habe ich gesagt. Oh, ich dachte, du willst jetzt weiter. Du sollst nicht denken. Ach Mann, nie soll ich denken. Boah, der hat eine Rüstung an. Aua. Huch, oh, jetzt habe ich hier wieder Fackeln gesetzt. Komm um die Ecke. Hier steckt da ein Pfeil im Arm. Ja, ja. Au. Ha. Der hat nichts fallen lassen, ne? Nani staubt die ganze XP. Da ist noch einer. Aua. Arschbogenschütze. Ja, du hast auch so einen Pfeil im Hintern übrigens. Mhm. So richtig schön. Eine Pfauenfeder. Wunderschön. Aua, da ist alles voll hier. Aua, au, komm zurück, komm zurück. Ich hätte das schon geschafft. Ich habe meine eigene Technik. Aua. Guck mal, der erste liegt schon und ich hänge in der Spinnenwebe. Die klaut mir eine ganze XP. Na und? Ich will da Oma. Nee, geh da mal weg hier. Du haust mich immer mit deinem Schwert. Ja, dann geh da ist ein Creeper weg. Übrigens, der kommt. Creepy. Lass mich einfach vorrennen hier. Lass mich vorrennen. Naja, mach mal. Ich mache hinter dir zu. Nee, machst du nicht. Ich guck jetzt erstmal, was hier so ist. Nee, du musst rechts gucken. Hallo, das ist alles voller Monster. Du kannst dich einfach da... Alles. Außerdem ist es links. Ja, du weißt schon. Da ist noch der Zombie. Ja, kurz hier. Bisschen Licht. Komm her, Kumpel. Komm her. Hey. Och. Ich geh erstmal hier vorne gucken, was hier los ist. Au. Hey, Bogenschütze. Na komm her, trau dich. Haben wir. Ist mal was. Ja, ich habe aber eigentlich noch genug. Ist mal was, damit deine Lebenspunkte regenerieren. Ich dachte bei zwei. Nein, du wolltest nicht denken. Oh. Komm her. Der oh, hallo. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Ja, reicht ja, wenn man den hört. Haben wir den hier? Wir sind Zombies im Doppelpack. Hier oben? Ich bin nicht hier oben. Komm her. Ich biege mal hier links ab. Ist da vorne ja oh Mann. Im Weg. Das also hier geht's auf jeden Fall runter. Da sind Treppen. Kommst du mir wieder hinterher oder nicht? Nö, du stehst mir immer im Weg. Nee. Doch. Huch, mein Gott, oh Gott, jetzt habe ich mich aber, ey. Steht da einfach so ein Bogenschütze, genau links in der Ecke. So, dann mal kurz hier alles abbauen. Ey, Kumpel. Da geht's. Oh, runter. Ich mach dich platt. So, den haben wir auch. Sehr gut. Also auch noch was. Also von mir aus kannst du wieder runterkommen, ne? Hier ist noch richtig viel los. Ich muss nur erstmal die Fackeln woanders hinpacken. Wo hab ich denn? Ist aber schön, dass wir gleich eine Mine entdeckt haben. Ja, auf jeden Fall. Dann komm mal wieder runter. Ich baue jetzt hier oben Glitzer. Na gut. Eisen. Das gute Eisen. Also macht das keinen Sinn, du haust mir ständig mit dem Schwert einer um die Ohren. Na, du mir doch auch. Nee. Nein. Au. Oh Gott. Oh Gott. Creepy. Hi. Bleib da. Kam mir gerade der Kies ins Gesicht gefallen. Und hier tropft Lava von oben. Super. Creepy. Wie finde ich denn das? Steht ja da drüben einfach rum. Kannst du mal in Hose angehen. Mach ich. Oh nein. Oh Gott. Hier stehe ich richtig ungünstig. Haha. Scheiße. Anni ist gleich tot. Nein. Doch, bestimmt. Nein. Ich passe hier einfach ein bisschen auf. So.
Machen wir so. Jetzt kriege ich den nämlich auch kaputt. Dein Aufpassen kenne ich, sag mal. Voll. Jawohl. Schepper. Hm? Silvester ist vorbei, Fräulein. Ja, ich weiß, ne? Ich weiß. Ach, Mann. Na, die packe ich jetzt alle hier rauf. Ist egal. So, hier ist auf jeden Fall Kohle. Ach, hallo Creeper. Der schleicht hier vorne lang. Hey, sag mal, ich höre hier nur irgendein Zischen und alles. Das ist echt anstrengend. Eine Steinspitzhacke habe ich noch am Start. Hier wächst Gras. Das ist ja verschärft. Schön. Ich finde nie wieder zurück. Ach, das schaffst du schon. Du bist ja jetzt nicht so weit weg. Sag mal, ich habe dir ja gerade noch deinen Namen gesehen. Ja. Dann wirst du da vorne kommt der nächste Creeper. Und notfalls spawnst du einfach im Bett. Ja, das stimmt. Komm her, Creepy Mann. Ja, los. Creepy, wir spielen hier ein Spiel. Ihr hört schon wieder, Anni ist schon wieder vorlaut. Ich hab ihn kaputt gekriegt. Oha. Ich bin überlegen, dass mit dem Gras in der Mine, das, ob das irgendeine Bewandtnis hatte. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. So, hier ist Wasser und ich hänge natürlich hier wieder. So. Vorne ist doch wer, oder? Nee. So. Hier ist Wasser mitten im Gang. Oh Gott, ey, das ist eine riesige Mine. Eine ja, riesige Mine. Ist doch schön, dann können wir da mal. Ey, krass, also wirklich. Da gehe ich jetzt aber nicht rein. Und da gehe ich jetzt auch nicht hoch. Oh Mann. Ich frage mich nur gerade, wo der Creeper hin ist, der hier vorne gerade lang geschlichen ist. Er hat sich versteckt. Das hier ist. Oh Gott. Nee, ich glaube, hier ist nichts. Das ist nur eine Sackgasse, aber das ist ja auch okay. Macht nichts. Ich will da lang, Mann. Da rein. Da muss ich hin. So. Brauchen wir irgendwie mal so eine Axt oder sowas oder eine Spitzhacke mit Effizienz. Au, halt. Was? Spinne. Blödes Vieh. Die hat mich vergiftet. Das ist eine Höhlenspinne. Klasse. Lass mich in Ruhe. Du kannst auch dran sterben, ne? Ja, klasse. Ist ja super. Mann, ey. Es kann natürlich sein, dass da ein Spawner von denen in der Nähe ist. Wenn du ganz viel Spinnenbeben auf dem Haufen siehst, dann solltest du dich vorsehen. So, aber noch geht's mir gut. Ich muss mir erstmal regenerieren. Boah, ey. Die Zombies hier wieder nur am rumröcheln hier. Röchel. Röchler. Da kommt ja so ein Luke, ich bin ja ein Vaterverschnitt. Ich glaube auch. So, da vorne ist Lava. Eine Kiste! Na, guck mal rein. Oh, ein Brötchen, ganz viele Fackeln, ein Goldbahn und noch ein Goldbahn und ein goldener Apfel. Schön. Wie geil. Soll ich die Kiste abbauen? Ja, kannst du mitnehmen. Krass. Jetzt habe ich sogar den Minenwagen. Die Lore. Wie jetzt? Ich habe keinen Platz im Inventar. Will mich hier jemand veräppeln? Weg mit dem Zombiefleisch. So, was ist los? Hallo Zombie, da vorne ist irgendwo Anni, da sehe ich den Namen. Ja, das ist super, hier ist hey, Gold. Zombie, Alter. Das nehme ich mal kurz mit. Gold schadet nicht. Das nehmen wir mal mit. Ah ja. Ich frage mich trotzdem, wo der Creeper hin ist. Oder ist zu dir gekommen? Naja, vielleicht ist es ja einer von denen, man weiß es nicht. Da ist auch ein Minenwagen, ich denke mal, da ist auch eine Kiste drin. Mhm. Die Schienen kann ich nicht mehr ab... Ach, wobei, ich könnte meine Steinspitzhacke kaputt machen und dann passt das auch. Kannst ja einfach kombinieren, wenn du zwei hast. Das hat doch nicht geklappt. Doch, das geht. Ich probiere mal mit meiner Steinaxt. Ich habe das vorhin probiert, das geht. Jetzt geht's hier. Weiß ich auch nicht, was da los ist. So, aber ich habe gar keine... Doch, habe ich noch. Ich habe noch eine Steinspitzhacke. Sehr gut. Sammeln wir mal ein. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst ausleuchten soll. Weiß nicht. Oh, hallo Creeper. Plopp, plopp. Ich komme erstmal zurück. Jede Schiene hier mitnehmen. Boah, da können wir uns ein schönes Schienensystem irgendwo hinbauen. Vom ersten Stock in die Kellerräume. Ja, wahrscheinlich. So. Oh, hallo Creeper. Und jetzt mal da lang. Nee, scheiße, ey. Das ist ja echt zum Verlaufen hier. Was? Das war... Ich höre hier schon wieder so ein komisches... Ein Enderman? Das kann durchaus sein.
Hier ist Glas. Klingt immer ein bisschen nach Schluck auf. Alter, 5000 Abzweigungen. Ja, das ist ja das Schlimme. Naja, ich nehme jetzt erstmal das Eisen mit, was hier noch rumhängt. Wir finden uns irgendwann wieder. Ja, spätestens wenn wir dann im Haus bauen. Ja, ich glaube auch. Aber dann ist das Zeug weg. Das wollen wir nicht. Wir wollen den goldenen Apfel schon behalten. Und den Rest. Arme Gold und die Diamanten vor allen Dingen auch. Mhm. Die du immer noch nicht ins Haus gebracht hast. Das sollte ich dann vielleicht mal tun. Oder eine Kiste. Wird ja auch schon rein. Hier ist so viel Kohle. Nimm mal ein bisschen was mit. Nimm mal hier, mal hier. So. Und die spinnen irgendwo im Hintergrund. Ach, ja, da wie idyllisch. Gibt es auf jeden Fall irgendwo einen Spawner bestimmt in der Nähe von den Spinnen. Ja. Was kann man denn eigentlich mit dem goldenen Apfel machen? Hm. Ist der auch für ein Pferd oder was? Oder? Ich glaube, da kann man, also der regeneriert glaube ich auch ganz viele Lebenspunkte oder so. Ja. Ich hatte noch nie einen goldenen Apfel. So, na, dann könnt ihr das ja vielleicht mal schreiben, was man mit dem goldenen Apfel anfangen kann. Ich habe halt nur irgendwo mal gelesen, dass nicht auf jeder Map wohl ein goldener Apfel vertreten ist. Ja, die kann man aber bauen. Ja, die kann man, aber ich meine jetzt in freier Wildbahn so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also man kann die auf jeden Fall bauen mit Goldnuggets und einen Apfel in der Mitte. Mhm. Also, oh Gott, ich hatte erschrocken, aber es war eine Hexe. Na, wenigstens nur eine Hexe. Ja. Nicht so ein Creepy, der neben einem auf einmal spawnt. Naja, ich weiß nicht, also die Creeper sind überschaubarer, finde ich. Boah. Dieses Fackeln setzen, wenn man satt ist, ist echt eine Umgewöhnung. Ich irgendwo Wasser fließen. Wieso falle ich denn hier runter? Weil ich nicht aufgepasst habe, alles klar. Habe ich selber also, erkannt. Also das gleiche wie immer. Das gleiche wie immer. Ja. So, das jetzt brauchen wir mal mit hier ab. Boah, diese Spinnengeräusche. Oh, jetzt flute ich hier gerade. Also oder hier oder wo? Und wir gucken natürlich auch gleich in die Kiste rein. Das habe ich extra aufgehoben jetzt hier, damit ich schon mal den Weg suchen kann. So. Oha. Klingt mal hier ein bisschen wie Annie. Ist auch so mal so lach. Scheiß Spinne! Mann! Ich bin gerade erst wieder. Nee, zwei! Oh Scheiße! Wir haben hier ein Problem. Thank you.